Wenn man sich vorstellt, wie man in einer Zeit vor Aufnahmen sich die Musik angeeignet hat, also Musik kennengelernt hat, große Sinfonien, Opern und so, ja, da musste man halt die Noten kaufen und das zu Hause spielen. Das war ja für die allergrößte Mehrheit der Musikliebhaber den einzigen Weg und deswegen gab es Tausende von Bearbeitungen. Es gab ja auch kein Copyright, also da auch kein Problem. Und so zirkulierte die Musik durch ganz Europa. So auch mit dieser Oper, Iphigenie en Olydes. Also das ist die erste Oper, die Gluck für Paris komponierte. Es war 1474 ein Riesenerfolg, auch ein Riesenskandal. Er hat die Oper total erneuert. Es gab ja viel Kontroverses, immer gut für einen Künstler. Und Gluck wurde wirklich zu einer Kultfigur, auch für die Komponisten der nächsten Generationen. Also Mozart, Berlioz, Wagner, der die Oper sogar auf Deutsch übersetzen ließ, haben das geliebt. Aber zurück zum 18. Jahrhundert. Die zwei Söhne der Herzogin Anna Amalia sind so begeistert, dass sie nach Paris reisen, um die Oper zu hören. Und ich spiele das heute ja so, wie man das damals dann in vielen Hauszimmern gehört haben könnte, auf dem Hammerflügel nämlich. Das war das neue Modeinstrument, hat ungefähr zu der Zeit das Cembalo abgelöst, das übliches Tasteninstrument. Das ist der Vorläufer der modernen Flügel, noch nicht so groß, noch nicht so massiv und auch innen drin ein bisschen anders, aber im Prinzip das gleiche Hammerchen schlagen die Saiten an und es gibt einen sehr perlenden Ton. Man kann verschiedene Schattierungen im Klang bringen und es ermöglicht ein sensibleres Spiel, als dass das auf dem Cembalo möglich ist. Viel Spaß!